Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Jo, jetzt habe ich gerade ganz kurz gedacht, dass ich aus Versehen wieder auf den Streaming-Button gedrückt habe, denn heute war ein schöner, erfolgreicher Tag und ein schöner, erfolgreicher Stream, denn ich habe zum ersten Mal auf YouTube live gestreamt. Und das erste Mal gestreamt seit vielen, vielen Jahren. Ja, der ein oder andere weiß von euch, dass ich früher mal eine Zeit lang auf Twitch gestreamt habe. Und da zu meinen Glanzzeiten hatte ich sogar mal eine Woche 400 Zuschauer zur gleichen Zeit. Das war natürlich nur so ein Ausnahmefall, die eine Woche. Ja, aber das war super, super nice. Nur leider habe ich in der Regel nicht so die Zeit zum Livestreamen, zumindest nicht regelmäßig. Ein Livestream ist halt eine regelmäßige Verpflichtung, wo man dann quasi, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich doppelmoppel gerade, ne, wo man sich selber dazu verpflichtet, quasi online zu sein und am PC zu sein, und da habe ich nicht immer so die Zeit zu und auch nicht immer so die Lust zu. Ich möchte mich selber nicht so binden. Ja? Ich habe mit den YouTube-Videos immer den Luxus, dass ich quasi YouTube-Videos aufnehmen kann, wenn ich Zeit und Lust habe und halt eben nicht gezwungen bin. Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben hier noch die Quest Druide Jäger. Jäger habe ich gar keine Lust im Moment. Deswegen mache ich nochmal einen Druiden. Ich mache ein eigenes Deck. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Druiden machen soll. Ja, aber der Livestream, der Livestream, der war richtig schön, der war richtig nice. Waren auch überraschend viele Leute da. Hätte ich nicht gedacht, ne? War ja überhaupt nicht angekündigt. Deswegen habe ich dann mitgerechnet, ja, okay. Ne, ist jetzt nur mal zum Ausprobieren und halt um die 2000 Abonnenten ein bisschen zu feiern. Hab damit gerechnet, ja gut, sind vielleicht 10 Leute da, wenn ich Glück habe. Ja, aber dann waren es 31. Ja. Das läuft. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, in Anbetracht der Tatsache überlege ich jetzt natürlich vielleicht nochmal zu streamen demnächst. Das ist ja sehr, sehr schön, ne? Bleibt die Frage offen, was wir jetzt machen. Sorry, guys. Ich bin gerade ein bisschen unkreativ. Seid mir nicht böse. Wir machen jetzt einfach mal einen Jade-Druiden. In Wild. 418 Siege mit dem Druiden. Ja, hat mich echt mega gefreut, dass so viele Leute beim Stream dabei waren. Nette Kommentare, alles friedlich gelaufen, alles nett verlaufen. War echt cool. Ich muss die Wildnis schützen. Jetzt habe ich mir das Deck hier natürlich wieder gar nicht angeguckt. Steige völlig blind ein.
Ah, es macht nichts. Auch da, ne, wo wir gerade beim Livestream-Thema sind, könnt ihr mir gerne sagen, ob euch das gefallen hat oder nicht, ob ihr dabei wart oder nicht. Und auch, wenn ihr nicht dabei wart, ob ihr euch das im Nachhinein angeschaut habt. Oder generell, ob ihr dabei wart oder nicht, ob ihr euch das wünschen würdet oder nicht. Im Namen des Lichts. Weil klar, ne, wenn immer 20, 30 Leute zugucken, dann kann ich mir das schon überlegen, zwischendurch mal einzubauen. Aber wenn das jetzt nicht so viele Leute interessiert, dann bleibe ich bei den Videos. Ich denke, es wird ein guter Mix eventuell werden. Das wäre doch ganz schön. Ich nehme ein Buch. Fröhliche Schlotternächte. Die Zeit ist fast um. Kann ich vielleicht Krankenhieb auf den machen, dachte ich. Ich bin das so gewohnt, Mana voll auszugeben. Zeit zum Spielen! Ich glaube, ich spiele das, mach Mana-Kristalle und dann nix. Oder ich spiele. Na gut, das bringt nicht so viel, ne? Ach ja, das war schön. Das war richtig schön. Entfesselt mich! Ich nehme ein Buch! Das ist doch cool. Oder ich mach das hier. Ich glaube, ich mach erstmal das.
entfesselt mich. Ist auf jeden Fall kein klassischer Jade-Droide, so viel kann ich sagen. Jetzt geht's los. Fröhliche Schlotternächte. Fröhliche Schlotternächte. Fröhliche Schnoddernächte. Im Namen des Lichts. Ja. Eure Magie wird euch nicht. Fröhliche Schlotternächte. Oh oh. Echt uncool. War nicht gut überlegt. Gut gespielt. Die Zeit ist fast um. Sehr cool. This is very, very cool. Eure Magie wird euch nicht treffen. Ach ja.
Gut gespielt. Zeit ist fast um. Gespielt. Das läuft. Wahrheit findet sich im Tode. Wird das ewig so weitergehen? Wird das ewig so weitergehen? So viele Möglichkeiten. Einheit. Präzision. Perfektion. Hat jemand den Arzt gerufen? Dieses Mal gewinnt ihr. Easy. Malfurion gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich muss die Wildnis schützen. Fröhliche Schlotternächte. Fröhliche Schlotternächte. Das probiere ich jetzt aus, ob das mit dem Coin funktioniert, yo. Nice. Ich werde sie ihnen alle zeigen. Nix. Eine unglaubliche Entdeckung. Ich diene der Kanade. Echt gegen Zauber? Wow. Okay. Egal, ich habe einen Punkt bekommen. Ich werde sie ihnen zeigen. Ich werde sie ihnen alle zeigen. Aua. Boom.
Ja, ich will das hier halt spielen. Wenn ich jetzt einen Prankenhieb reingehauen hätte, macht das hier nichts mehr. Ich hoffe halt nur, dass jetzt kein Geheimnis, aber es kommt ein Geheimnis. Ja, wenn ich Pech habe, ist das ein Gegenzauber. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Ich hoffe einfach das nicht. Er hat ja schon einen Gegenzauber gespielt, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, ne? Krass. Doppelter Ball. Kein Gegenzauber. Auch dringend Rüstung. Oder Healings. Ich habe ja genug im Deck eigentlich, was mich jetzt retten kann. Mehr als genug! Aha. Das war's. Fröhliche Schlotternächte. Ich stehe jetzt, boah, das ist ein Gegenzauber bestimmt. Ja, da ist auf jeden Fall ein Gegenzauber dabei. Okay, keine Bombe. Was soll ich nur tun? Ich bin zu viel für euch! Verzeihung, ihr steht in Flammen. Die Macht ist hier. Ihr müsst sie euch nur aneignen. Erneut erheben.
Schlotternächte. Die 100 Könige werden sich erneut erheben. Das war's. Was für ein Turn. Ja, ich hätte auch einen Eisblock triggern können, ne? Wäre vielleicht auch schlauer gewesen. Andererseits, ich habe mir so viel Rüstung geholt. Was will er tun? Und ein 7-1er hätte er mir auch ins Face hauen können. Muss ja nicht sein. Dann doch lieber so. Viele Bälle hat er noch. Ich komme zu spät, viel zu spät. Ich bin zu viel für euch. Diese Runde geht auf euch. Fröhliche Das läuft ja richtig gut, Guys. Richtig gut. Malfurion gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Ich muss die Wildnis schützen. Ja, na. Ich mach's mal so. Oh, Kuhn, so früh. Brauche ich den bei 1 auch nicht machen. Fröhliche Schlotternächte. Fröhliche Schlotternächte. Natürlich blöd, ne? Jetzt habe ich den einen Punkt nicht bekommen. Ah, egal. Passt schon. Ist eh wieder ein Big Resurrect, wie immer. Schöne ist, ich kann direkt das mit dem machen, bei 10 Mana, richtig gut. Und dann ist auch die Quest fertig. Fröhliche Schlotternächte. Danke.
Next turn geht los. Ja, ne, das läuft. Ja, wer ist das neue Schwarz? Ist das neue Schwarz? Schlotternächte. Zwei Bäume dabei, jawohl.
Das war's. Ah, es ist uncool. Weil er mischt ganz viele ins Deck. Thank you.
Chemikatro. Gut geschafft. Ich gebe mich. Kannst nichts machen. Krebsi. Ah, das Deck ist trotzdem nicht schlecht. Das ist trotzdem nice. Malfurion gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Die Natur muss bewahrt werden. Natürlich wieder ein Mirror geben. Was auch sonst, ne? Ungenutztes Potenzial, Jade. Mal gucken. Fröhliche Schlottern. Endlich frei von diesem verdammten Tor! Schild! Auch ein Jade-Droide. Tja. Hätte das gedacht. Karte und Karte. Boom. Es war richtig, ja, mich zu wecken. Thank you.
Ich glaube, die möchte ich in dem Fall später spielen, dass ich gar nicht in die Situation komme, jeden Turn nur ein Jade-Idol zu ziehen oder so. Das ist nicht so cool, ne? Muss man einfach mal so sagen. Ich mag keine Mirror Games. Ich möchte das nicht. Spielt ihr gern mit Feuer? Befreit euren Verstand von seinen Fesseln. Bienen. Thank you.
Ich habe die besten Angebote weit und breit. Schade. Ich glaube, das gewinne ich nicht. Boah, das wäre natürlich auch nice. Aber noch nicht. Die 100 Könige werden sich erneut erheben. Wow, das hat er richtig gut gemacht. Abgefahren. Tot. Auf jeden Fall tot. Das war's. Okay. Eine letzte Runde noch. So, einer muss, aber dann ist Schluss. Malfurion gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich muss die Wildnis schützen. Fröhliche Schlotternächte. Ich diene der Kanade! Ich würde sie zeigen!
werde es Ihnen alle zeigen! Ich bin zu viel für euch! Verzeihung, ihr steht in Flammen. Das habe ich kommen sehen, aber das ist ein bisschen schlimmer. Na, jetzt kann ich wenigstens drei Spots rufen. Für die Wildnis. Jetzt muss ich eigentlich nur den einen Turn überleben, den jetzigen, und dann ist alles gut. Jetzt ist die Quest fertig und dann kann ich durchziehen. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Ich komme zu spät. Viel zu spät. Ah, ich muss jetzt das hier erstmal wasten. Falls ein Gegenzauber dabei ist oder so. Okay, ist nicht. Wir haben viele Geheimnisse. Wir haben viele Geheimnisse. Eine unglaubliche Entdeckung! Ja, volles Brett, ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall ein Gegenzauber dabei. Ah, ich denke, das ist los. Oder? Ich muss einen anderen Zauber spielen, um... Das war's. Ah, ich bin down. Was soll ich sagen? Gut gespielt. Ich gebe mich geschlagen. Okay. Guys,
Es tut mir leid. Ich hoffe, euch hatte trotzdem gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.